Ein heißer Sonntagabend hier in der Hauptstadt. Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin Extra, wo es diese Woche auch Brenzliges zu besprechen gibt. Denn was die Lage in der Ukraine angeht, herrscht hier in Berlin vor allem Unklarheit. Die Lage ist unklar. Die Bilder, die uns erreichen, sind schwierig zu werten. Wir haben die Woche zum Beispiel offenbar den ersten zerstörten Leopard 2-Panzer dort vor Ort gesehen. All das wollen wir jetzt mal versuchen zu ordnen, einzuordnen mit Ihnen, Brigadegeneral Freudig. Sie sind Chef des neuen Planungsstabs des Bundesverteidigungsministeriums und auch Leiter des Lagezentrums Ukraine. Und vielleicht fangen wir einfach gleich mit Ihrer Bewertung mal an. Von dem her, was Sie sehen, die Lage wird auch für Sie nicht einfach zu beurteilen sein, aber wie schauen Sie gerade auf die Situation vor Ort? Also Sie haben vollkommen recht, die Lage ist auch für uns nicht einfach zu beurteilen, weil die Ukrainer sehr professionell, muss ich sagen, mit Angaben über Truppenteilen, über Ort, über Zeit, über Zahlenangaben umgehen. Wir nennen das militärisch Operational Security, oder unsere deutschen User, die vielleicht mal in der Bundeswehr gedient haben, werden sich an das Stichwort TOTS erinnern. Das machen die Ukrainer sehr konsequent. Deshalb haben wir nur einen sehr groben Blick auf die Lage. Der sagt uns, dass die Ukrainer die Initiative wieder ergriffen haben. Derzeit angreifen. Wir erkennen so, und das ist ja in der öffentlichen Berichterstattung auch nachvollziehbar, drei Angriffsachsen, die sie verfolgen. Wir haben erste Geländegewinne gesehen, die die Ukrainer derzeit auch halten können, und ganz tagesaktuell, auch bedingt durch Starkregen in den letzten 24 Stunden, sehen wir, dass die Ukrainer sich neu sortieren, konsolidieren, den Raum halten, den sie gewonnen haben. Und man muss jetzt abwarten, wann sie in den kommenden Tagen weiter in einer Offensivoperation antreten. Das heißt, Sie schauen jetzt ganz gespannt auch auf die nächsten Tage. Da sagt ja der eine, die Offensive hat begonnen, aber die Hauptoffensive wir noch nicht. Das seien jetzt erstmal so Versuche anzutesten, die verschiedenen Frontabschnitte, wie denn die Russen da verteidigungstechnisch eingestellt sind. Würden Sie diese Einstellung teilen? Das halte ich für ziemlich plausibel. Militärisch spricht man von sogenannten Shaping Operations. Also ich bereite vor, ich kläre auf, ich kläre auch kampfkräftig auf. Das würde auch unserer Taktik, unserer Doktrin, unseren Vorschriften entsprechen. Das halte ich für eine plausible Erklärung. Und dort, wo man dann erfolgreich sein kann, setzt man Verstärkkräfte ein, um dort den Erfolg dann zu suchen. Wir haben ja im Vorfeld zu Fragen aufgerufen. Da sind viele gekommen. Ihr könnt übrigens auch jetzt noch immer wieder in die Threads eure Fragen an den Brigadegeneral stellen. Aber wir fangen mal an. Wir haben ja die Bilder gesehen des gesprengten Staudamms. Noch ist nicht klar, wer das war. Aber die Frage an Sie von Georg Maringer hat er uns über Twitter geschickt. Wie verändert der Abfluss des Kakowka-Sees die militärische Lage? Also verändert sie dahingehend, dass Teile des Gebietes westlich für die ukrainischen Streitkräfte nicht mehr nutzbar sind. Das nimmt ihnen die Möglichkeit, Angriffsachsen in diesem Bereich auszunutzen. Das heißt, Russland kann seine Kräfte in anderen Abschnitten der Front da verdichten. Das haben wir auch beobachten können. Sie verschieben Kräfte auch hinter der Front, mehr in den südlichen Bereich. Und das hat schon unmittelbare Auswirkungen auf die militärische Operationsplanung. Das ist gut beobachtet, ja. Wie lange wird das noch so sein? Irgendwann wird das Wasser ja auch abgeflossen sein, möglicherweise das Land getrocknet. Da müssten Sie jetzt einen Geologen fragen, der kann die bessere Einschätzung treffen. Also wir sehen da im Moment noch solche Auswirkungen, dass das tagesaktuell noch gültig ist. Werner de Graaf hat uns geschrieben über Twitter und möchte seine Frage jetzt gerne an Sie weiterleiten. Welche Stoßrichtung halten Sie für die erfolgversprechendste im Sinne der Gesamtlage? Und er schreibt, ohne Berücksichtigung eventueller Verteidigungslinien. Das können wir von hier aus nicht beurteilen. Und natürlich, die Einschränkung ist eigentlich die richtige. Natürlich spielt eine wesentliche Rolle, was die Ukrainer aufklären können, welche Informationen sie sammeln können, wie in welchem Bereich die Verteidigungslinien der Russen besetzt sind, ausgebaut sind, vermint, verstärkt sind. Und erst mit diesem Wissen, mit dieser Information werden sie ihre Angriffsoperationen planen.
Insofern ist die Beobachtung, die User da aufgezeigt hat, total richtig, aber auch umso schwerer zu beantworten. Lucier schaut uns über YouTube live zu und hat was nicht verstanden, fragt dann nochmal nach. Können Sie nochmal ganz konkret sagen, was TOTS bedeutet? Hallo Lucier, vielen Dank fürs Interesse. TOTS sind Angaben für Truppenteile, Ortsangaben, Zahlen und Zeiten. Das lernen wir in den deutschen Streitkräften auch, verschleiert oder am besten gar nicht weitergegeben. Klare Antwort, vielen Dank. Damit sind wir bei Andreas Markowski, hat uns über Twitter geschrieben und möchte wissen, sind Angriffsoperationen auf gut vorbereitete Stellungen nahezu ohne Luftunterstützung und Flugabwehr in dem oft gezeigten offenen Gelände erfolgsversprechend? Das ist eine richtige Beobachtung. Wir brauchen natürlich eine gute artilleristische Vorbereitung, wir brauchen gute Aufklärungsergebnisse, um genau zu wissen, wo sich die Angriffe auswirken können. Wir brauchen günstige örtliche Kräfteverhältnisse. Wir sprechen im Angriff immer von Kräfteverhältnissen mindestens von 1 zu 3, 1 zu 4. All das muss zusammenkommen, mindestens auch der Schutz vor gegnerischer Luftwaffe, um erfolgversprechend Angriffsoperationen durchführen zu können. Haben die nötige Ausrüstung dafür? Das kommt auf die jeweilige Situation an. Auch hier wieder von der Couch lässt sich das alles einfach beurteilen. Das sollten wir uns nicht anmaßen. Und das ist ja die militärische Kunst, dann zu beurteilen, ist da eine Möglichkeit, einen Einbruch zu erzielen, den Durchbruch zu erzielen. Aber das muss der Führer jeweils vor Ort entscheiden. Das können wir nicht aus der Ferne. Erik Pöhler schreibt auch live gerade, guckt uns über YouTube, welche westlichen Waffensysteme fehlen der Ukraine akut. Er sagt, Stichwort wäre ja Abwehr, russische Kampfhelikopter, Drohnen, Kampfjet. Und sehen Sie da ausreichend Bemühungen, dieses Material zu liefern? Also wir hatten ja diese Woche wieder eine der sogenannten Rammstein-Konferenzen, auch wenn sie physisch in Brüssel stattgefunden hat, und da war unisono die Forderung der Ukrainer und aller Unterstützungsstaaten, wir müssen uns anstrengen, um Luftverteidigung der Ukrainer zu stärken. Und das ist absolut richtige Beobachtung und eine richtige Schlussfolgerung auch, dass gerade im Angriff die begleitende Flugabwehr eine große Rolle spielt. Wir strengen uns, alle Partner strengen uns sehr an, die zu stärken. Allein, wenn Sie noch vor Augen haben, das Treffen zwischen Präsident Zelensky und unserem Bundeskanzler vor wenigen Wochen, was wir da in dieses Paket, so will ich es mal bezeichnen, im Gesamtumfang von 2,7 Milliarden an Luftverteidigung und Flugabwehrfähigkeiten reingepackt haben, ist beachtlich. Aber militärisch sage ich auch, Flugabwehr und Luftverteidigung kann es eigentlich nie genug geben. Das ist ein Wunderpunkt, keine Frage. Die nächste Frage für Sie als Militär nochmal. Die Ukraine hat das ganze letzte Jahr gesagt, wir brauchen dringend Kampfpanzer. Ja. Da waren alle sehr, sehr zögerlich, auch die Bundesregierung. Mit der Folge, dass man sich jetzt von russischer Seite sehr tief eingegraben hat, gute Verteidigungsstellungen aufgebaut hat. Aus militärischer Sicht war das im Nachhinein Fehler, nicht früh genug diese Kampfpanzer zu liefern. Also das ist jetzt ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Wir haben die Entscheidung. Interessiert uns hier aber auch. Ja, ich gucke aber lieber nach vorne. Würde ich an Ihrer Stelle auch. Aber es gehört ja jetzt vorne, zur Situation dazu. Wir haben uns in enger Abstimmung mit unseren Alliierten und sowas, sind immer Abstimmungs- und Abwägungsentscheidungen, entschieden, Kampfpanzer zu liefern ab Januar. Und Sie wissen, dass die Bundesregierung dann sehr darum geworben hat, bei Partnern, dass wir schlagkräftige Panzerbataillone aufstellen. Das ist uns im engen Schulterschluss mit unseren polnischen Nachbarn gelungen. Wir haben jetzt zwei verstärkte Bataillone Leopard 2 unterschiedlicher Typen in der Ukraine. Die werden gerade auch noch die letzten aufgefüllt. Wir werden nachliefern, substanziell ab Juli beginnend mit den etwas älteren, aber dann modernisierten Modellen des Leopard 1A5. Der in der Kampfkraft immer noch den möglichen russischen gegnerischen Panzern überlegen ist. Und so, glaube ich, können wir einen substanziellen Beitrag auch auf die lange Strecke, und das ist ja für die Ukraine besonders wichtig, liefern, dass sie durchsetzungsfähig ihre Operationen planen und durchführen kann. Sie sagen, Sie richten den Blick gerne nach vorne. Das tun viele unserer Userinnen und User auch. Und Uriel hat über Twitter geschrieben und fragt, wann ist denn die Zeit für Waffenstillstand? Wann ist der Krieg zu Ende?
Ich weiß, dass Sie das so schwierig beantworten können, aber trotzdem ist das ja was, was viele beschäftigt. Die Frage beschäftigt mich auch, die beschäftigt mich als Soldat, die beschäftigt mich als Mitarbeiter des Ministeriums, vor allem beschäftigt die mich natürlich als Mensch auch. Wer da intensiv die letzten über 400 Tage begleitet hat, der wünscht sich nichts sehnlicher, als dass dieser Krieg endet. Und ich glaube, die, alle, die Ihnen folgen und die jetzt bei uns sind und zugucken, die haben den gleichen Wunsch. Aber das liegt einzig und allein, Russland kann morgen diesen Krieg beenden, indem sie ihre Aggression einstellt und ihre Truppen hinter die ukrainische Grenze zurückzieht. Norbert Bachmann hat auch eine Frage nach der Zukunft, blickt ein bisschen bange auf Wladimir Putin, der ja diese Woche im Grunde auch deutliche Worte in Richtung Deutschland und NATO gesendet hat, hat gesagt, F-16-Panzer oder hat Russland gesagt, also F-16-Flugzeuge wären so eine Art rote Linie. Dazu fragt Norbert Bachmann, wie lange dauert es noch, bis wir da in diesem Konflikt militärisch mittendrin stecken? Also das ist ja ganz klar das Verständnis der Bundesregierung und auch der NATO. Wir werden nicht Kriegspartei. Russland hat schon mehrfach rote Linien gezogen. Wir nehmen jede Drohung aus Moskau ernst. Wir nehmen die russische Rhetorik ernst. Aber wir stellen uns auch klar hinter die Ukraine. Es ist nicht an Russland zu entscheiden, wie wir die Ukraine unterstützen und was wir nicht tun. Dazu noch eine Frage von Mahmoud und ich stelle die, weil es viele Fragen dazu gab. Insofern, gibt es überhaupt eine realistische Möglichkeit, das Töten aktuell zu beenden? Ja, wenn Russland die Aggression einstellt. Eine andere sehen Sie nicht? Nein. Vielen Dank für diese klare Antworten. Jenny möchte wissen, auch über Facebook hat sie uns geschrieben, sehen Sie die Option, dass die Ukraine auch die Krim zurückerobern kann? Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Das wird nicht eine Frage für das Jahr 2023 sein. Klar ist, die Ukraine erhebt den Anspruch auf ihr gesamtes Staatsgebiet, auf die Ukraine in den territorialen Grenzen von 1991. Ich glaube, das ist auch berechtigt, das ist nachvollziehbar, das ist auch eine völkerrechtliche richtige Position. Aber im unmittelbaren Kriegsgeschehen spielt diese Frage, glaube ich, auch für die Ukrainer tagesaktuell keine Rolle. Vielen Dank für diese interessanten Antworten. Ich würde gerne zum Abschluss noch da auf Ihre Funktion als Chef des Planungsstabs noch mal kommen. Da haben Sie ja eine große Aufgabe übertragen bekommen vom Bundesverteidigungsministerium, der Sie ja auch dafür einsetzt, sein Ministerium umzubauen. Das ist eine große Aufgabe. Wie weit sind Sie da jetzt? Naja, das ist immer eine Teamleistung. Das kann keiner alleine machen. Wir haben jetzt mit der Einrichtung des Planungs- und Führungsstabes einen ersten Schritt vollzogen, bereiten einen folgezweiten Schritt vor. Über den Sommer wollen den dann im Herbst beginnen umzusetzen. Und ich glaube, dass wir um den Jahreswechsel herum so weit sind, dass wir das Ministerium dann in einer geänderten Aufstellung schlagkräftiger, besser strukturiert, effizienter organisiert sehen werden. Können Sie noch mal ins Detail gehen? Wie wird das aussehen? Wie wird das Verteidigungsministerium 2024 sind wir denn, ja. Ja, das überlegen wir auch gerade. Und wenn wir soweit sind, dass wir es wissen, kommen wir gerne dazu, wieder zu Ihnen und sprechen drüber. Das haben wir hier gehört. Und dann nehmen wir Sie auch beim Wort, Brigade General Freuding. Vielen Dank für die Antworten. Und vielen Dank auch für eure Fragen. Wir wünschen einen schönen Restsonntag nächste Woche. Der nächste Bericht aus Berlin, hier aus dem ARD Hauptstadtstudio, hoffentlich dann wieder auch mit euch. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank Ihnen. Danke fürs Interesse und die Fragen.